Jeder von euch hat schon mal Bus-Simulator auf YouTube geschaut oder vielleicht sogar selbst gespielt. Aber was, wenn ich euch sage, es gibt ein besseres Spiel, ein realistischeres. Und dieses Spiel ist BeamNG Drive. Okay, und hier sind wir im BeamNG Bus-Modus. Wir fahren von Lucera nach Norte. Ja. Los geht's, würde ich sagen. Hier sind die Straßen doch etwas eng für Busse, deswegen müssen wir möglichst weit fahren und hoffen, dass da keine Autos auf der Gegenspur kommen. Sonst kriegen wir die Kurve nämlich nicht. Wow, das war knapp mit dem Straßenschild. Ey, Sie, da fahren Sie. Kriegen wir die Kurve? Easy. Okay. Ups. Da habe ich wohl wegen gestreift. Aber naja. Was ist unser Top-Speed? 55 Meilen. Das ist nicht so schnell. Das ist vielleicht so. Das ist vielleicht so. Ah, shit! Das ist vielleicht so 90 km/h. Wir hatten ein paar kleine Unfälle. Aber noch ist alles gut. Ups, tut mir leid, Sir. Sorry. Ich muss hier mal durch. Jo, aber unser Bus funktioniert immer noch. Der ist ein Panzer. Okay, Bus anhalten. Jetzt neigen wir den Bus, dass die Leute auch einsteigen können und öffnen die Türen. Alles wie in echt. Bis auf, dass man die Passagiere nicht sieht und mich übrigens auch nicht. Aber okay, jetzt haben wir 4 Passagiere an Bord. Und weiter geht's. Das Fenster ist schon ein bisschen gesprungen. Und aus irgendeinem Grund ist die Heckklappe auf. Aber ansonsten. Ja, sehen wir soweit gut aus. Aber hat jemand einen Stopp angefordert. Aber wir hätten hier sowieso anhalten müssen. Weil hier auch Passagiere sind. Widerstand, auch wenn man sie nicht sieht. Also, wenn mein Bus ein geschwungenes Fenster hätte und vorne ein paar Schrammen hätte, ich weiß nicht, ob ich da einsteigen wollen würde. Aber naja, ich glaube, die Passagiere hier haben keine andere Wahl. Sorry. Aber es bremst hier einfach so weg da. Okay, alles gut. Falls jetzt wer gestanden ist. Da steht er jetzt nicht mehr. Aber egal. Ich glaube, da ist schon die vorletzte Haltestelle. Weg da! Ihr Pech. Oh shit, ich bin zu weit gefahren. Aber ein Vorteil ist, wenn es keine Menschen gibt hier, dann muss ich nicht die Zebrastreifen beachten. Digga, was macht er? Hallo? Deine Schuld. Oh shit. Was darf. Oh nein. Komm ich hier noch raus? Ja, passt, alles gut. Ja, das war's. Easy. Okay. Das war schon mal ganz gut und ganz realistisch. Aber es geht noch besser. Denn wir haben verschiedene Busse zur Auswahl. Wir haben hier die ganz normalen. Base, City, Highway. Der müsste ein bisschen höheren Top-Speed haben. Aber mich interessieren die letzten zwei. Der Ram-Bus und der Hero. Die haben beide Raketen dran. Und der Ram-Bus hat vorne noch dieses GTA 5 Dings. Und den werden wir jetzt fahren. Yo. Okay. Erstmal hier aus der Straße raus. Oh shit, hier ist direkt eine Haltestelle. Okay. Ah, ups. Stehen wir richtig? Nein, stehen wir nicht. Jetzt stehen wir richtig. Feuer. Oh shit. Oh, da ist Haltestelle. Wir sind ein bisschen zu weit. Wir müssen auch vorsichtig sparsam sein mit dem Raketentreibstoff, denn ihr seht, wir haben schon ungefähr ein Viertel verbraucht. Okay, jetzt Vollgas bis zur nächsten. Hat jemand einen Stopp angefordert, dann stoppe ich natürlich. Ach, Digga. Ich würde auch gerne mal das Ram-Gitter testen. Okay, ich warte, bis er hier über die Straße fährt.
Es ging nicht wie erwartet, aber passt schon. Ich glaube, wir werden noch genug Gelegenheiten haben. Okay, keiner hat hier, wollte hier anhalten. Weg da! Oh shit! Hä, was war das jetzt? Warum ist der Mülleimer so solide? Ich glaube, ich bin stuck. Vielleicht versuche ich es nochmal ohne das Rammgitter. Seht ihr, jetzt haben wir den Hero-Bus. Wir haben nicht mehr das Rammgitter vorne. Das heißt, wir können die Autos nur noch so semi-gut wegrammen. Aber wir müssten nicht überall stecken bleiben. Okay, wir sind abbiegen. Ey, sieh! Ich hatte bestimmt Vorfahrt. Okay, wir werden doch schon ziemlich schnell. Was war das? Ich glaube, wir müssen auch danach mal einen Top-Speed-Test machen mit dem Bus. Sorry. Wir sind auf der falschen Straßenseite, aber das passt schon. Wir sollten unseren Treibstoff auch sparen. Wir haben weniger als die Hälfte und wir haben noch 5 Stationen vor uns. Hier in der Perspektive sieht man sogar, wie sich die Pedale bewegen. Fuck. Okay, finally. Das war doch ein bisschen langweilig ohne Boost. Okay, let's go. Jetzt fahren wir nochmal die ganze Autobahn rauf und runter, beziehungsweise runter für die halbe. Da sind 200. Shit. Lass den Wand. 230, 240. 240. Und die Raketen sind leer. Au. Okay. Ich würde sagen, das war's mit BeamNG Bus Simulator.